Herzlich willkommen, Johnny Rotten. Hi, welcome, Johnny. Hello. Hello. Warum heißt jetzt wieder Johnny Rotten? Du hast doch eine Zeit lang John Lydon geheißen, jetzt heißt du wieder Johnny Rotten. So, quite a long time your name was John Lydon, and now your name is Johnny Rotten again. My real name is John Lydon. Yeah. My nickname is John Rotten. Some time ago, I had to go to court and argue over who owned the name John Rotten with Malcolm. I won it. It's oh, really? Mine again. Aha, er musste sogar, zu Gericht gehen, um diesen Namen zu streiten mit Malcolm McLaren wahrscheinlich. Und sagt er auch, und er sagte, also das war jetzt immer mein Künstlername und den will er auch behalten. Zu deinem neuen Album Happy kann man sicher eine ganze Menge sagen. Was mir besonders aufgefallen ist, ist dieses Cover, das ja von Friedensreich 100 Wasser inspiriert wurde. Bist du ein Fan von Malerei? Kennst du dich aus? There could be mentioned a lot about your album Happy, but what I found interesting was the cover that was inspired by Friedensreich 100 Wasser. So are you a fan of him, and are you interested in paintings and all that? Yes, yes to all of that, but sod the cover, it's what goes on inside that counts. And there are 8 tracks of magnificent music, mm-hmm. which I recommend to everybody. Also empfehlenswert für jeden die 8 Stücke, die auf der Platte innen drin sind. Er sagt, er interessiert sich schon für Malerei, aber die Musik drin ist wichtiger. Sind wir gleich beim Thema. Du bezeichnest deine Musik, oder das habe ich zumindest mal gelesen, als organisierten Lärm. Was kannst du uns über die Musik so erzählen? Wie bringt man organisierten Lärm auf Platte? I heard that you say that your music is organized noise. That's what I read. I don't know if you have really said that. Organized chaos, yes. Chaos, yeah, okay. The all music is, and to pretend otherwise is a lie and a cheat and a fraud. It's all about noise, high energy, drama, tension. So how do you, I mean... I'm just more honest than most. I don't pretend to be a musician. Also er gibt nicht vor, Musiker zu sein. Er sagt, er ist ehrlicher als die anderen. Und er sagt, im Grunde ist ja eigentlich alles, alle Musik Lärm. Er ist nur so ehrlich. There. Hm? So there. So. Alles klar. Dass du bei den Sex Pistols warst, das weiß man. Wie ist das eigentlich jetzt 10 Jahre, nachdem das alles angefangen hat? Wird man da sentimental, wenn man dran zurückdenkt? Denkst du gerne an die alten Sex Pistols Zeiten oder was? Oh Gott, oh, ja, okay. Silencio, don't mention the Sex Pistols. I want to mention the Sex Pistols. No, the people want to know. The people want to know about the Sex Pistols. Well, they're too late. They missed it by 10 years. It's public image now. Public image. Der lässt mir keine Chance. Ich will ihn das fragen. No, I just wanted to ask you. The people want to know. Do you get sentimental when you think of those old times? No? No. No. Because public image is all that counts now. Also gut. Ich komme hier nicht weiter, und er weigert sich darüber, Auskunft zu geben, und er sagt, alles, was jetzt zählt, ist public image. Oh, I like it. It's something else. It's new here. Come on then, ask me a sensible question. I ask you, after the next video, we're gonna see a Sex Pistols song. Yeah. Ja, also, sorry, Freunde, he's not in, er ist nicht drin. Er hat mir gerade gesagt, das ist der Grund, warum er bei den Sex Pistols nicht mehr ist, so you don't like that video, okay. No, and after watching Stephen Paul there, you can see why I don't work with them anymore, can't you? Yeah, I can. Also er sagt, nachdem er sich das Video anschaut, sagt er, so, kann man sich vorstellen. Viewers, I apologize for that last video. Also er entschuldigt sich persönlich für dieses letzte Video. Ich kann mir ja immer nur meine Informationen aus dem beziehen, was ich so in der Zeitung lese. Und ich habe gehört, dass du Madonna und Michael Jackson und all diese Musik wirklich hasst. Warum und was hörst du denn so privat? Was magst du denn gerne? So I can only get my information out of magazines, you know. I know, and then, yeah. Yes. Well, as you know, the written word is a lie, and journalists lie continuously. It's almost pointless doing interviews with them anymore. Also er sagt, mit Journalisten ist es so gut wie nutzlos, Interviews zu machen, weil sowieso immer was anderes dasteht. Yeah, but which is more or less why I'm here. And by the way, we've brought a copy of The Body, which is a new Pill single. Mm-hmm, if you'd like to play it on your wonderful show. Yeah, we have some more videos of Pill. We have got some more. Got the pink pocket door too. Yeah. We'll show them all. But first of all, I heard that
you don't like music of Madonna or Michael Jackson, or that you even hate it. Is that true, and why? If no, occasionally I can like the odd record by those said people, but what I despise most about them is their manipulation. Really, they're all about maintaining the status quo. There's no threat to what they do. They're as safe as houses. I find that really boring. Also, er findet's langweilig. Er sagt, das ist unheimlich sicher, was die da machen. They don't make the world a better place. They make it more mediocre. Also, sie machen die Welt nicht besser dadurch, sondern eher ärmlicher, dürftiger. Also, er findet da nichts Besonderes dran. So, wouldn't you think? You know, I mean, your mum and dad likes that kind of stuff, and that's really appalling. Also, er sagt, wenn auch Mütter und Väter solche Sachen mögen, dann ist das wirklich nichts Besonderes. Also, dem kann er nichts abgewinnen. Aber was hörst du gerne? So, but what music do you like privately? What do you listen to at home? Well, I know this is going to please a lot of Germans, but I absolutely adore Turkish music. So are there any records that you've got? No, just anything on cassettes. I mean, any one of the Turkish bazaars in every town. But where do you get it from? You just go into the shops and you buy the cassettes. You take them home, oh, really? You play them, and they're fascinating. All folk music to me, I like. All that kind of stuff. Uh-huh. It's unpretentious and real. Also er sagt, Folkmusik, also Volksmusik mag er sehr gerne, und ganz besonders sagt er, das wird euch Deutsche freuen. Türkische Musik, es gibt keine Platten, er kauft sich in den Geschäften die Kassetten. When I say folk music, you know, I don't mean some old hippie with an acoustic guitar. I know what you mean. Right. But what about stuff like Irish folk music? The trouble with that is too many of them are old hippies with acoustic guitars. like the Dubliners, right? Yes, I've had to... Also, spread my wings, so to speak. Also Hippies mit langen Haaren meint er nicht. Er sagt, ich möchte gleich das aufklären, dass er nicht unbedingt die Go Hippies on, play a public image video. Go on, amuse the viewers. Yeah, okay, we come to that. First, I want to get amused myself. Come on, I'm touting business here. I want to see some serious record sales out of this show. Don't be impatient, sei nicht so ungeduldig. Ich will ja auch meinen Spaß haben. Ich will ja noch was von dir herauskriegen. First of all, I want to ask you, do you think, glaubst du, dass deine Fans von früher dich heute mit Public Image Limited ernst nehmen? Do you think that your former fans from the 70s, that they take you serious now with your band? Some do, some don't. I mean, it is a sort of a new audience, mostly. Mm. Einige ja, einige nein, sagt er. Es ist and schon eine neue audience. And a very varied audience, too. I mean, it's not what people expect it to be. It's not wall-to-wall punks. Mm-hmm. Also, es ist nicht das Punk-Ding. It's everything from businessmen to John Travolta types to screaming teeny boppers. You really think so? I know so. Uh-huh. Also er sagt, das ist alles, sogar businessmen. Very varied. All across the board, we get everybody. Also jeder they kommt all come und jeder mag for the right diese reason. Musik. Good fun. Jeder kommt aus dem richtigen Grund. And now. And to laugh at my hairdo, of course. Natürlich, und über seine Haare zu lachen. And now we're going to look at a video. Ah. This is not a love song. Star des Videos haben wir da. Johnny Rotten ist da. Machst du eigentlich gerne Videos? Wir haben uns das jetzt so angeschaut. Du warst nicht gerade besonders überzeugt. Also, do you like making videos? No. No. That one was slightly more bearable because it was to a live backing track. So that was sort of easy. And we just sat in a disco in Japan and farted about. Mm-hmm. Good fun. Also er sagt, normalerweise mag es nicht so gerne Videos zu machen, aber da war es einfach. Da waren wir in einer Disco in Japan und da lief das Playback. Und, then if you play the body next, then that's what you're gonna do. Because that was very enjoyable to make. That was hilarious. But generally and usually videos can be really, really boring. Because to make them or to look at to them? To make them, because you're throwing your life's work in the hands of some amateur with a camera. It's not very nice, the end result, usually. Also er sagt, The Body, was wir gleich sehen werden, das findet er sehr gut, das hat auch Spaß gemacht, das zu machen, aber grundsätzlich sagt er, wirft man sein Leben in die Hände von einem Regisseur, der dann irgendwas aus der Musik macht. Also Videos machen findet er eigentlich nicht so toll. Als ihr mit dem Punk angefangen habt, da wart ihr so Anfang 20 und ist ja doch einige Zeit vergangen. Meinst du denn, dass das mit dem Punk, dass das heute noch aktuell ist, dass das eine Sache ist, die...
mit der man auch älter werden kann, oder ist Punk für dich nur was für junge Leute? When Punk started out, you all were pretty young in the beginning of the 20s, right? So do you think that Punk is a thing that's still up to date, or that people can get older with it, or do you think it's only something for very young people? The name Punk was given to us by the press. I've never liked any kind of label. But it was always about, for me personally, being an individual, and I still am to this day. Also er sagt, der Name Punk, der wurde Ihnen eigentlich von der Presse gegeben. Er selber hat nie irgendwelche Stempel oder Namen gemocht. Er sagt, und er ist ein Individuum, ach, ich komme schon ganz durcheinander. Er ist ein Individuum, und das ist er bis zum heutigen Tag geblieben, und so wird das auch weiter sein. Hast du Feinde? Do you have enemies? Probably, yes. Very many, no doubt. Don't we all? Er sagt, ja, sehr viele. Haben wir nicht alle Feinde? Und er hat, ja, er glaubt, er hat sehr viele. And most of them tend to be punks. Well, no, not real punks. You see, punk is an attitude in your head. It's nothing to do with clothes. Clothes, this is just amusement. I don't need a leather jacket to mean what I say. Er braucht keine Lederjacke, um das zu meinen, was er sagt. Er sagt, viele von seinen Feinden sind hauptsächlich Punks. Er sagt, Kleidung ist unwichtig. Er sagt, das ist einfach nur ein Anzug, er hat das uns gezeigt. Und er braucht keine Lederjacke, um auszudrücken, was er sagen will. Was wünschst du dir für die Zukunft? Meine abschließende Frage. Yes, very interesting. What I would say is be an individual. Be yourself. Don't let fashion dictate to you. Don't let any kind of clonism dictate to you. You don't need to look like Madonna to be yourself. Get some self-respect, boys and girls. Jungs und Mädchen, ein bisschen mehr Selbstrespekt, das ist seine Message an euch. Man braucht keine Kleidung, um sich auszudrücken, man braucht nicht wie Madonna auszusehen. Aber ich möchte trotzdem noch von dir wissen, was wünschst du dir für dich selber, für die Zukunft? So my last question is, do you have any wishes for your own future? Yes, to be a multimillionaire, but on my own terms, of course. Unter seinen eigenen Umständen, zu seinen eigenen Bedingungen, möchte er ein Multimillionär werden. Yes. Das ist ein schönes Schlusswort. This I think that's a good end for yes. our interview. Now we look at the body. Thank you for coming. All right.